Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier aus Digim Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen Startup Company. Ich habe ihm ganz kurz einmal wegen den Einstellungen reingeguckt, deswegen ist das Fortsetzen dort grün. Aber wir werden natürlich einen neuen Spielstand beginnen, der sich um etwas Ähnliches kümmert. Und zwar werden wir, ich denke mal, einen Streamingdienst oder sowas machen. Wir werden sehen. Also, das Ganze ist eine Beta, das befindet sich im Early Access, war vor kurzem bei Steam im Angebot, deswegen habe ich es mir auch gekauft, weil ich es mal angucken wollte, weil ich das Spielprinzip nicht schlecht finde. Ich habe auch schon diverse Software-Erstellungsspiele dort gespielt. Wie hieß denn das? Also diese Spieldinge hier, naja, ist ja auch egal. Und das haut ja so in diese Kerbe mit rein und deswegen werden wir da mal einen neuen Spielstand machen. Und wir werden unsere Superhelden-Entwickler, das klingt natürlich gut. Nein, wir sind Steel Games Studio. Steel Games. Das ist am Ende zu viel. Studio. So, fortsetzen. Bevor du dein Unternehmen gründen kannst, musst du auswählen, was für ein Produkt du erstellen möchtest. Schließen. Da gibt es soziales Netzwerk, Brandburg, Jitter. Reddit, alles klar. Einkaufsplattform, Amazon, also Amazine, ja, man sagt das gleich das gleiche, eBay und Alitara. Ach, Alibaba. Ja. Okay. So, Streamingdienste, Netflix, Twitch und Punchbox. Gut, okay, und Mitbewerber bei der Videoplattform ZTube, Vimeo und Daily Movement. Ja, wie sieht's denn da aus? Also ich glaube, Streamingdienst könnten wir machen, oder? Oder machen wir ein soziales Netzwerk? Machen wir ein neues Facebook? Ach, wir machen einen Streamingdienst. Komm, hopp. Ich habe schon Namen dafür. Achso, Link da unten. Steel Games TV. Das klingt gut, oder? Das klingt doch. So, was haben wir denn hier? Wähle deine Finanzierung. Glückwunsch, du hast Angebote von Investoren bekommen. Wähle aus, welches du annehmen möchtest. Statt ein Unternehmen ohne Investor, aber mit einem Kredit. Nicht empfohlen für neue Spieler. Okay, Schwierigkeit hart. Na, dann lassen wir das erstmal. Dann nehmen wir Johnny Invest an. Kann die uns nicht angucken? Warum guckt ihn die weg? Na, egal. Oder ist das ein der? Kann ja auch ein der sein. Man weiß es nicht. Investoranteil 60%, Vorauszahlung 60.000, Schwierigkeit einfach, Meilensteine, rekrutiere einen Designer, einen Entwickler, 5.000 Dollar, Meilensteine 2, steigere deinen potenziellen Nutzer auf 2.000, okay. Erreiche 2.000 registrierte Nutzer. Alles klar. Okay, also da gibt es Meilensteine. Gut, das ist dann also quasi so das Quest-Mode so ein bisschen. Dann bestätigen wir das mal. So, hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin dein neuer Berater von Johnny Invest. Du hast den Meilenstein unter deinem Produkt bemerkt. Jedes Mal, wenn du einen Meilenstein erreichst, erhältst du eine Auszahlung. Ein Meilenstein rekrutiert Designer und... Ah ja, okay. Starte den ersten Meilenstein, indem du den Rekrutierungsstab des Mitarbeiterfensters benutzt. Vergiss nicht, Entschuldigung, für den Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zu kaufen. So, gut, also kaufen Arbeitsplatz, Gegenstand kaufen, finanzieren, Inventar, Aufträge, Mitarbeiter. Einstellungsprozess. Wir brauchen einen Entwickler. Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Überlege dir, die Zeitspanne der Fortgeschrittenen und Experten zu erhöhen. Sind wir erstmal ein Anfänger oder was? Weil wir können uns wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Das kostet schon 1700 und. Kann ich hier beide gleichzeitig? Nein, natürlich nicht. Einstellungsprozess beginnen. Kandidaten. Ah, gut. Spiel ist pausiert. Also da passiert natürlich nicht viel. Du hast eine neue E-Mail erhalten. So, das haben wir schon mal gemacht. Also wir haben zumindest ein, keine Ahnung, muss man für den anderen auch machen. Das ist FP? Okay, keine Ahnung. Dollar haben wir noch ein paar. Ah ja, hier sehen wir, okay. Kosten fürs Hosting. Lizenzgebühren. Muss noch keine bezahlen. Büromiete. 3000 Dollar Büromiete? No. Achso, na gut. Gut, Transaktionen, nochmal Einstellungskosten und Kredite haben wir. Ach, da können wir nochmal einen Kredit aufnehmen. Alles klar, okay. Was bringt der hier? Tägliche Kosten 128, das ist nicht gar nicht mal schlecht, ne? So. Gut. Du hast eine E-Mail erhalten. Dann müssen wir nochmal E-Mail lesen. Willkommen bei Startup Company. Ey, schön.
Hallo, herzlich willkommen in der Startup Company Beta. Da das Spiel in Entwicklung steckt, eine Anzahl von Tipps sind stark reduziert. Das bedeutet, dass du eine Menge selbst lernen musst. Naja, das kriegen wir hin. Um den Einstieg ins Spiel etwas einfacher zu gestalten, findest du hier ein paar Hinweise. Öffne deine Finanzen, nimm einen Kredit auf, stelle einen Vertriebsleiter ein, um Aufträge zu bekommen. Um die ersten Aufträge erfüllen können, muss der Entwickler einstellen und erforderliche Komponenten entwickeln. Ich hoffe, dir gefällt das Spiel. Bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden. Liebe Grüße, Jonas. Ah, ist okay. Gut, dann lassen wir das erstmal offen, oder lassen wir das erstmal so. So, wir müssen jetzt einen Arbeitsplatz kaufen. So, wo ist denn? Das ist unser Büro hier. Man hat bloß zwei Wände. So, wir haben einen einfachen Arbeitsplatz. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich stelle den dann hier hin. Kann man das rotieren? Ah, mit R. Sehr gut. Kommt erstmal da in die Ecke. R drücken. Den Gegenstand zu drehen, entfernen, um ihn zu entfernen. Und wo kann ich... Ah, ja. Man muss bloß kräftig genug auf die Maus drücken. So, jetzt haben wir einen Arbeitsplatz. So, gesperrt, gesperrt, gesperrt. Was haben wir denn hier noch so schön? Ist alles gesperrt. Was ist das denn hier? Große Kaffeemaschine. Gibt es eine kleine Kaffeemaschine auch? Gesperrt, alles klar. Gut, wir können Glaswände machen, Glasecke, Glas-T-Stück. Glas-X-Stück. So. Kann ich selber mitarbeiten? Bin ich denn hier irgendwo mit dabei oder so? Weiß ich nicht. Eine Pflanze, ach so, ein Kraut brauchen wir nicht. So, dann können wir ja nochmal eine Glaswand aufstellen hier. So, sagen wir, damit du ein bisschen ungestört bist. Ah, okay, muss man die da einzeln kaufen? Na gut. Und zur Not können wir hier schon mal ein Schränkchen im Flur stellen. So, am Ende des Ganges. Aber ansonsten das Grid auch einzeichnen. Wir brauchen ja mindestens zwei, ne? Also müssen wir auf der Ecke hier auch noch eine einbauen. Und ich weiß gar nicht, ob das noch hinpasst, wie ich mir das vorstelle. Warte mal, kaufen wir uns erstmal noch einen Arbeitsplatz. So. Kaufen wir uns hier den. Ah, passt der Schrank dazwischen. Jut, okay, da geht so. Gut. Jetzt. Oh, Entschuldigung. Was ist denn das heute hier? So, jetzt müssen wir mal einen neuen Investor da. Null neue Investoren da. Ja, das ist. Und jetzt haben wir E-Mails gekriegt. Moment. Jesus Park hat sich beworben und Franklin Magee. Gucken wir erstmal Jesus an. So. Was ist der zweite hier? Ist keiner, ne? Ja, $1000. Alter, ich muss über mein Gehalt nochmal nachdenken. Was ist denn der zweite hier? 80%, 114%. Entwickler. Pass auf, der hat die höhere Zahl hier und der kostet ein bisschen mehr Geld. Den stellen wir einfach mal ein. So. Machen wir hier einspielen und abbrechen. Und dann machen wir hier jetzt Designer. Anfänger, ein Tag. Ja, Anstellungsprozess beginnen. So. Jetzt haben wir dann hier einen Franklin G. So, was macht der denn hier? Oh, Entwicklung. Ah, okay. Wähle eine Komponente zur Herstellung aus. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Netzwerkkomponente, Anfänger. Ah ja, haben wir denn schon irgendwo nach Hause? Nach Hause? Brauchen wir jetzt was zum Fähren? Ein Tag nach Hause, drei Tage nach Hause. Entlassen. Ach, müssen wir uns darum kümmern, dass der sich... Ach, das ist seine Gesamtgeschwindigkeit. 106, untätig, Entwickler. Okay, Franklin McGee. Ach, wir können die sogar umbenennen. Alles klar, gut. Training. Geschwindigkeit, achso, fortgeschrittener. Mhm, nächste Stufe. Ach, nächste Stufe schaltet frei. Videokomponente, Dateisystem, SMTP. Okay. Dann kommt das ganze Zeugs und dann, ah, okay, 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 okay. Ah, ja. Also der einfache, Arbeitsplatzstufe, einfacher Arbeitsplatz. Was heißt denn hier fortbilden? Ah ja, freigeschaltet Stuhl. Okay, okay. Gut. Dann. Erstellt von Entwickler, Anfänger, überarbeitet Komponente. Da bin ich jetzt erstmal überfragt. Er ist untätig. So, Mitarbeiter haben wir jetzt. Noch hier eine. Ah ja.
Kandidaten haben wir hier noch einen, brauchen wir erstmal nicht. So. Gut. Aufträge. Abgeschlossen. Verfügbar. Okay. Wo waren das? Aber sollte man einen Vertriebsleiter irgendwo herkriegen, ne? Mitbewerber, Finanzen, Gegenstand kaufen, Inventar. Nee. Wo kriege ich denn einen Vertriebsleiter her? Kann ich den hier irgendwo auch einstellen? Achso, geht gerade nicht. Wir warten auf den Designer. Gut, achso, und dann E-Mails. Achso, das sind keine E-Mails, alles klar. Dann lass ihn doch einfach mal vor lauter Vergeisterung. Bist du dir sicher, dass du das UI-Kompetente für 1000 Dollar erforschen möchtest? Ja. Mach mal. So. Und weiter geht's. Willkommen im Team. Ah ja, Patricia Sanchez hat sich beworben. Designerin. Guck mich auch nicht an. Einstellen. So, Einstellungsprozess. Abbrechen. Vertriebsleiter. Freigestellt ab Stufe 2. Wann bin ich denn Stufe 2? Wo bin ich denn? Wo ist denn meine Stufe? Im Profil? Egal. So. Auswählen. Ah, Meilenstein erreicht. Sehr schön. Wähle eine Komponente in der Herstellung aus. Bedürfnisse. 7 Stunden Arbeitszeit. Oh Gott, das weh. Ah, mittlerer Arbeitsplatz. Das bringt alles noch mit Punkte bei hier. Keine kleine Rentenversicherung. Okay, na gut, das weiß ich noch nicht, wie man das macht, aber das kriegen wir einen Arbeitsplatz verschieben. Nö. Aber hier, komm, mach mal da. Bestätige mal, mach mal was. So. Die richtigen Leute zu rekrutieren ist der Schlüssel eines erfolgreichen Unternehmens. Ja, richtig. Als nächstes ist es Zeit, eine Startseite für dein Produkt zu erstellen. Klicke auf dein Produkt in der oberen rechten Ecke und wähle den Feature-Tab aus, klicke auf einen leeren Feature-Platz und erforsche die Startseite, indem du fertig bist. Was? Wenn du fertig bist, upgrade die Startseite auf Stufe 1, halte die Maus auf dieses Feature, um deinen potenziellen Nutzer zu erhöhen. Diese Zahl zeigt dir an, wie viele registrierte Benutzer du erreichen kannst. Nutze deinen neuen Mitarbeiter, um die nötigen Komponenten herzustellen. Alles klar. Okay, was soll ich jetzt machen? Features? Fortbilden können wir uns, okay. Also, Feature hinzufügen. Forsche 12 Punkte. Startseite. Bedingungen. Feature hinzufügen. 0 von 0. Habe ich irgendwie Forschungspunkte verloren. Alles klar, okay, die sind da noch dabei. Was machen die denn jetzt hier? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Fortbilden, löschen, Startseite. Momentan ist da noch nichts. Host. Okay, Marketing, nee, warte mal, Statistik. Oder sind jetzt die denn hier in Auftrag und machen das jetzt hier gerade? So untätig. Wieso bist du untätig? Komm mal, Leute. UI-Komponente. Jetzt soll die irgendwas machen sie hier. BIM-Profil. Also auf jeden Fall klappern die auf den Tastaturen rum. Ich weiß aber noch nicht, was sie tun. Jetzt ist er untätig hier. So, dann machen wir doch mal das. Bestätigen. So. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt bloß 8 Forschungspunkte habe und wo ich die wieder herkriege. Wieder untätig. Bestätigen. Bestätigen. Immer noch untätig. So. Ah ja, okay. Gut. Mal gucken, ob jetzt unsere Zeitmaschine startet. Warum die Zeitmaschine starten? Ach so, weil der erste Tag ist rum, wir sind nach Hause gefahren.
Wir gucken aber ganz kurz nochmal. Warte mal, müssen wir nochmal ganz kurz gucken hier. Features. Ich sehe hier echt nicht. Bereits hinzugefügt. Aber baut der da was jetzt so? Oder? Ah, ich verstehe es noch nicht. Ich bin noch nicht ganz drin. Alles klar. Okay, Zeitmaschine starten. Wir müssen auch mal schlafen. So, das hat schon mal minus $40 eingebracht. Das ist schon mal gut. So, was haben wir hier? Zeige ich für ein Profil. Stufe 1. Vorteile, Gebäude. Ah ja, keine Rentenversicherung. Kostenlose Getränke, kostenlose Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Mhm. Na, wer das braucht. So. Ah, da geht's los. Jetzt sind sie dabei da am Entwickeln. Ich denke mal, sie bauen jetzt die einzelnen Komponenten für die Webseite da zusammen. Ich mache jetzt einfach mal alle durch, die man da so jetzt entwickeln kann. Kann ja möglich sein. Null von null Usern, so. Wenn ich jetzt fortbilden mache. Ah ja. Grafikkomponente. Ah. Entwickel meine Netzwerkkomponente. Einfach nur, weil es geht. Kostet mich das jedes Mal Geld? Nee, es kostet bloß den Mitarbeiter, ne? Ja. So, Umrisskomponente. Moment. Ah ja, jetzt. Ah. Jetzt wird da langsam Schuh draus. So, also wenn das ich das fortbilden will, dann muss ich mindestens das hier gemacht haben. Ich muss eine UI-Komponente gemacht haben, eine Backend-Komponente, eine Vorlagen-Komponente und eine Grafik-Komponente. Und um auf die Effizienz zu erhöhen, brauche ich jetzt noch erstellt vom Designer eine Grafik-Komponente. Die Umbruchskomponente ist also Morgs, die ich da gemacht habe. Alles klar. Dann geh du mal daran. Was macht er jetzt hier? Mittagspause? Wieder zu Hause? Wann kommen die denn? Wann gehen die denn? Was ist denn mit den Leuten los? Sag mal. Zeitmaschine starten. Das ist ja. Geht ja rubbel die Katze hier an, dauernd sind die weg. So, er ist jetzt schon wieder da, fängt um 7 Uhr an zu arbeiten. Kann ich ihm irgendwie sagen, welche Arbeitszeiten der hat, der Junge? Röntgenmedizin, Training, Statistik, Wasserkühlung, was? Ein 7-Stunden Arbeitstag hätte er ja gerne. Na, du bist ja erstmal einer. Hätte ich auch gerne. Ja, ich habe einen 8,5 Stunden Arbeitstag. Ob das so schön ist, das weiß ich nicht, aber muss ich machen. So, wir gucken mal noch. Ist wir jetzt die erste Komponente hier fertig oder die Komponente, die Grafikkomponente, die sie hier fertig hat. Sie ist ja nicht unbedingt die schnellste. Hätten vielleicht doch ein bisschen länger warten sollen bei den, ach ja, hier ist mal was man im Inventar hat. Okay, gut. Aufträge. Habe ich noch nicht. Ich muss das Stufe 2 werden, dann kann ich so einen Typen da anstellen. So, der macht das mal. Das Ding noch hier schnell fertig, der ist ja fix. So, wenn die Grafikkomponente fertig ist, dann können wir unsere Seite fortbilden und dann gucken wir mal, wie viele potenzielle Benutzer wir dann theoretisch kriegen könnten und ob uns das schon Geld einbringt. Wir sind ja alles werbebasierend. Wir müssen aber erstmal nur $40 pro Tag kriegen. Mal gucken, ob wir pleite gehen oder nicht. Firmenprofil, was sieht da aus? Okay. Ja, jetzt hat 2 Aufträge erfüllt, 0 Vorteile. Ach, Gebäude, kleines Büro. Ach, da kann man auch noch. Ah. Sehr schön. Okay. Gut, da geht was. Also man kann sich auch durchaus noch mehr Platz verschaffen. Los, macht die Grafikkomponente fertig hier. Und wieder in die falsche Richtung entwickelt, ne? Ist ja wie bei uns in der Firma, Mensch. So, du bist untätig. So, stell einen Vertriebsleiter ein, um neue Verträge zu... Ah, ja. So, gut. Du machst hier immer noch so ein Ding. So. Ich soll einen Vertriebsleiter einstellen, sagt er. Mitarbeiter-Einstellungsprozess. Betriebsleiter, Anfänger, ein Tag, Einstellungsprozess beginnen. Gut. Hätten wir. Grafikkomponente ist zu 86% fertig. Er muss noch weitermachen. Oder sie muss noch weitermachen. So, dann haben wir 2 Mitbewerber. So. Einstellungsprozess, Kandidaten. Hier, 5. Ah, okay. So, hier haben wir einen. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. 117% stehen da drin. Ich glaube, den nehmen wir auch. 125%, da ist noch einer. Aber der kostet 6.000, das ist ein bisschen dolle teuer. Aber das geht ja hier rubbel die Katz, ne? Mal Pause. So, jetzt das, aus den 15 suchen wir uns jetzt einen aus. So, kann ich die irgendwie durchsortieren? Nicht.
Gut, also. Hier 117% für 4200. Ich glaube, John Hinz ist momentan so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß nicht, was das in Klammern heißt. Also ich weiß nicht, was diese Zahl bedeutet. Aber das muss man noch irgendwie herausfinden. Wir stellen den mal ein und alle anderen Kandidaten machen wir erstmal, befreien wir erstmal von der Last, dass sie bei uns eingestellt werden könnten. So. Achso, wir müssen dann mal ganz kurz, wo kann ich den denn jetzt, muss ich den irgendwo hinsetzen? Brauche ich doch auch einen Arbeitsplatz, oder nicht? Moment. Ach, da wollte ich hin. Das wollte ich abbrechen. Dann brauchte ich nochmal einen Gegenstand kaufen, einen Arbeitsplatz. So. Er kommt da hin und dann wird da die Betriebsleiterin automatisch wiederholen. Suchzeit 4 Stunden. Ja, kleine Aufträge, Auftragszüge wiegen. Ja, okay. Trainieren kann ich den. Okay, und dann kann ich ihn hier fortbilden. Na gut. Auftragssuche beginnen. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Also wir haben dann auch schon so Leute hier eingestellt. Sie ist untätig. Oh, wenn sie untätig ist, dann ist unsere Webseite fertig. Moment, dann können wir doch mal ganz kurz hier bei der Webseite noch was machen. Und zwar hier auf Fortbilden klicken. Und dann können wir nämlich hier auf Level 1 upgraden. Benötigt CPU pro Nutzer. Benötigt CPU pro Nutzer 1%. Potenzielle Nutzer. So, Meilenstein erreicht. Haben wir wieder $5000 gekriegt. Max Level erreicht. Also plus ein Level und dann jetzt müssten wir dann da wieder solche Komponenten erstellen. Okay. Und wenn wir die fortbilden wollen, bräuchten wir die Komponenten. Okay. Gut. Das kann ich jetzt, so langsam kriege ich das hin. Und wenn ich die Komponenten habe, dann kann ich einen kleinen virtuellen Server aufmachen. Das bringt uns dann irgendwie Geld. Keine Ahnung. Gesamt-CU, freie CU. Ah. Müssen wir das hier wahrscheinlich. Ach, da kriegen wir den CU dazu. Ah, okay. Das heißt, wenn wir dann überrannt werden von irgendwelchen Leuten, wenn unser Dings jetzt absolut toll befunden wird, dann kann es passieren, dass unsere Computer-Units oder sowas, keine Ahnung. Ah. Benötige CU pro Nutzer potenziell 2500, 0,5. Da reicht schon unsere nicht mehr aus mit 500, ne? Okay, gut. Ah, okay, okay. Ah, ich erkenne. Wow, deine neue Startseite wird viele Leute für Steel Games TV begeistern. Alles, was jetzt noch gebraucht ist, ist ein bisschen Marketing. Klick auf dein Produkt und auf den Marketing-Tab. Kaufe Textwerbung und sieh zu, wie sich Nutzer registrieren. Okay, Marketing. Textmarketing, ich denke mal, das wird Anzeigen. Simple Textwerbung auf Webseiten, billig, aber sehr geringen Umwandlungsrate, braucht keine Komponenten. Ach, hier braucht man eine Komponenten. Okay, da müssen wir einen Marketing Vermarkter haben. Okay. 3333 neue Besucher bringt uns das. Das wäre mal toll, wenn ich so einen Knopf hätte für meinen Channel. Einmal auf den Knopf gedrückt und dann kriegen wir 3300 Viewer mal ganz kurz vorbeigeschickt. 33.000 Viewer mal ganz kurz vorbeigeschickt. Wenn da nur 1% von hängen bleibt, dann ja gut. Da wäre ich ja schon froh. Mit 300 neue Nutzer, Mensch. Oder 300 neue Abonnenten. Gut, okay, also wir machen irgendwie Twitch-Konkurrenz hier mit unserem Steel Games TV. Bis jetzt sehr interessant, es gibt viel zu lernen. Wir haben oft das Geräusch der Erkenntnis, glaube ich, gehört. Wir haben öfter mal ein A gehört. Ich entschuldige mich für die Huster. Ich weiß noch nicht, was das ist. Das habe ich jetzt seit 3 Tagen, dass ich ab und zu einfach mal wild huste und das einfach nicht steuern kann und nicht auch nicht unterdrückt kriege. Also manchmal kann man sowas ja dann, wenn man merkt, dass es ankommt, dass man es einfach unterdrückt. Weiß noch nicht, was das ist. Werde ich mir mal einen Hustensaft geben. Ich hoffe, euch hat dies hier gefallen und wir haben jetzt mit unserem C-Games TV hier irgendwas oder kriegen damit was hin. Also ich finde es sehr interessant. Ich werde es erstmal weiterspielen und in die nächsten Folgen aufnehmen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen darüber, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.